Sehr verehrte Damen, Herren und Mischgeschlechter, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum es die Wahlenhaus schon wieder nötig hat, ihr schlecht dekoriertes Gesicht in die Kamera zu halten und vor sich hin zu seiern. Ganz ehrlich gesagt frage ich mich das bei so vielen anderen Menschen auch. Nur im Gegensatz zu deren seichtem Geisteserguss habe ich ausnahmsweise mal was von Substanz zu sagen. Die ein oder andere von euch hat möglicherweise mein Video gesehen, welches ich beim CSD 2018 in Berlin aufgezeichnet und ein paar Tage später online gestellt hatte. Falls nicht, dann schauen wir einfach mal kurz rein. Schwuchtel! Ja? Schwuchtel! Hurensohn bist du! Hurensohn! Ja? Hurensohn! Und noch? Und dein Vater auch. Mein Vater auch. Kennst du den? Ich hab gar keinen Vater. Ich bin aus dem Reagenzglas, du Pimmellutscher! Give me more! Come on! Come on, give me more. Give it to me, sweetie. Yeah. Yeah? Von dir mit deinem Mini-Pimmel? Du willst mich? Du willst mich mit deinem Mini-Pimmel, mit deinem Mini-beschnittenen Scheiß-Pimmel? Willst du mich ficken? Ja? Und was passiert dann? Krieg ich da einen Orgasmus von dir oder bin ich dann total erniedrigt? Spuckst du in meine Richtung? Ja, ja. Ach toll. Und dann, ja, weißt du, frag mal deine Mutter, was Erziehung ist. Wie man gut sehen kann, wurde ich in der breiten und bunt überfüllten Berliner Öffentlichkeit zunächst von nur einer Person und schließlich von einer ganzen Gruppe von Menschen homophob beleidigt, beschimpft und sogar bespuckt. Dabei flogen mir solche Begriffe wie Schwuchtel und Hurensohn um die Ohren, gezielt auf meine Person bezogen und darüber hinaus auf meine Familie. Initiativ, einfach so. Ich bin einfach nur den Potsdamer Platz entlang gelatscht und bums ging's los. Passiert ist es, weil ich mich getraut habe, im vollen Fummel den Umzug zu verlassen. Weil ich mich für die öffentlichen Verkehrsmittel entschieden habe. Weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Weil ich nicht genderkonform bin. Weil ich irgendwie schwul bin. Weil Homo- und Transphobie zum deutschen Alltag gehören. Auch in Berlin. Jeden Tag. Eigentlich hatte ich mich äußerst auf diesen Tag gefreut. Sonnenschein, viele bunte Personen, gute Laune, Musik, so Tussi-Bräuschen. Und dann das. Das. Zack, setzten bei mir Schutzmechanismen ein, als ich plötzlich mit Hass und Wut konfrontiert wurde. Und ich pöbelte natürlich zurück. Voller Adrenalin, womöglich auch Testosteron oder Östrogen, weiß man jetzt nicht so genau. Und mit dem Herzschlag in beiden Ohren habe ich das Wortgefecht aufgenommen. Wortwörtlich. Denn ich habe sogleich mein Handy gezückt, um alles aufzuzeichnen. Und diese Videoaufnahmen geistern nun durchs Internet. So schnell konnte ich gar nicht horchen, begannen die braunen Glocken zu läuten. Die Aufnahmen werden unter anderem von Rechtspopulisten und Anhängern der AfD sowie anderen rechten Gruppierungen für ihre Mittel instrumentalisiert. Das, was mir von meinen Kritikern als Attacke ausgelegt wird, wie unter anderem von dem rechtskonservativen Journalisten David Berger, ja, war in Wahrheit nichts als Selbstschutz. Ich hatte Angst, ich fühlte mich überfahren und ich war wahnsinnig wütend. So überschüttete ich die Person, die mich beleidigt hatte, nun meinerseits mit Beleidigungen. Unter anderem bezog ich mich dabei auf den vermeintlich beschnittenen Penis meines Angreifers. Tja, von der Heiligen zur Hure und das in nicht mal 60 Sekunden. Im Eifer des Gefechts, nicht darüber nachgedacht, was aus meinem Mund kam. Es war erst im Nachhinein, im Aftershock der Ereignisse, dass ich begriffen habe, was da eigentlich passiert ist. Dass ich mich gezielt auf den biografischen Hintergrund des jungen Mannes bezogen habe, den ich ihm aufgrund seines Äußeren unterstellte. Und dann noch mehr. Mir wurde klar, dass ich im Moment des Angriffs einen Zusammenhang zwischen seinem Äußeren und seiner homophoben Attacke hergestellt habe. Das war nicht nur falsche Wortwahl, es war ein falscher Impuls. Natürlich ist es nicht ratsam, seine kleine Gurke als Argument zu benutzen, aber was ich da von mir versuchte verbal aufzubauen, konnte ich in diesem Fall nur mit seinen eigenen Waffen schlagen. Mit wiederholtem "Ich ficke dich" versuchte Person, mir seine Überlegenheit aufzuzeigen, seine Kraft, seine Männlichkeit, welche ich ja offensichtlich voll gar nicht besitze und so. Denn ich begebe mich ja freiwillig aus der Überlegenheit der omnipotenten Männlichkeit heraus, verlasse diese Überlegenheit und werde freiwillig zum Opfer. Zur Frau, zur Unterdrückten, zum Menschen zweiter oder dritter Klasse. Und was macht man mit so einem Opfer? Genau,
ficken, erniedrigen, eindringen. Und sein einziges Mittel, das ihm da zur Seite steht, ist halt nun mal sein Penis. Da ich einfach mal bezweifle, dass er mit seinem Glied irgendetwas Einschüchterndes bei mir auslösen könne, dachte ich, ich teile ihm das einfach mal mit. Und weiterhin, I just enjoy uncut penises, what can I do? Punkt. Und wie wir sehen, liebe Kinder, spielt Misogynie auch beim Homo-Hass eine ordentliche Rolle. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass ich auch von den Strukturen, in denen ich sozialisiert wurde und werde, stark beeinflusst bin. Diese Sorgen unter anderem für Vorurteile und Alltagsrassismus. Natürlich waren die Umstände besonders. Ich wurde immerhin auf offener Straße angegriffen und ich habe nicht bewusst nach den richtigen Formulierungen gesucht. Meine Wortwahl war impulsiv, irrational und äußerst sehr von Wut geprägt. Das entschuldigt aber erstens natürlich nicht die Unterstellung und zweitens nicht die vermeintliche Argumentationskette, die Rechtspopulisten und Rechtskonservative jetzt herzustellen versuchen. Beschnitten ist gleich Muslim, ist gleich homophob. Diese Kausalkette gibt es für mich nicht und ich spreche mich daher deutlich gegen diese Auslegung aus. Ich habe mich falsch ausgedrückt und das tut mir wirklich leid. Dennoch stehe ich weiterhin ganz vorne im Kampf gegen Homo- und Transphobie, gegen Rassismus und gegen Rechts. Und ich verbiete es daher gleichermaßen, dass mein verbaler Ausrutscher von rechter Seite instrumentalisiert wird. Und noch ein kleiner Zusatz für die etwaigen Hakenkreuz-Prinzessinnen da draußen, die sich dieses filmische Meisterwerk gerade geben. Euer Gehetze könnt ihr euch sparen. Ihr hängt euch an wenigen Beispielen auf, in denen vermeintliche Südländer nicht genderkonforme Personen attackieren. Habt ihr schon mal recherchiert, wie oft es passiert, dass euresgleichen auf Homos und Transen losgeht? Wie oft es passiert, dass Schwule von Durchschnittsdeutschen kassieren? Und habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Muslimas und Muslime völlig friedlich und problemlos mit LGBTIQs zusammenleben oder gar selbst nicht hetero sind? Natürlich landen solche Geschichten weder im Internet noch in den Schlagzeilen. Ist ja auch wahnsinnig langweilig und interessiert keinen. Aber das, meine Damen und Herren, ist auch eine Tatsache. Und deshalb Fresse halten. Eure Weinhaus.